Grüß euch! Schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute gibt es ein außergewöhnliches Hackbratenrezept. Und zwar gibt es heute Hackbraten-Muffins. Da hinten seht ihr ja die Muffinform, die ist um einiges größer wie eine gewöhnliche Muffinform. Was noch außergewöhnlich ist, ich mache den Hackbratenteig nicht mit Brot, sondern mit gekochten Kartoffeln und einer Karotte. Den Rest der Zutaten seht ihr ja schon, aber wie immer gibt es eine Zutatenliste in der Infobox zum Nachlesen. Wenn es euch interessiert, wie ich diese Hackbratenmuffins zubereite, dann bleibt einfach dran und Action! Hier haben wir alle Zutaten, die geputzt, geschält und klein geschnitten werden müssen, aber wie immer überspringen wir das. Und wenn ich damit fertig bin, zeige ich euch das fertige Ergebnis. Hier die Zwiebeln und der Knoblauch, die jetzt klein geschnitten sind, und beides gebe ich nicht roh in die Hackfleischmasse, sondern beides wird zunächst mal angebraten. Ich habe schon eine Pfanne auf den Herd gestellt, die Herdplatte schon angemacht und da gebe ich jetzt mal etwas Öl rein. Und jetzt kommt auch schon die Zwiebel rein. So, die Zwiebeln. So 2-3 Minuten andünsten. Sie müssen nur glasig werden. Jetzt kommt auch schon der Knoblauch dazu. So, beides jetzt noch eine Minute andünsten. Und dann können wir den Herd schon ausmachen. So, die Zwiebeln werden auch noch ein bisschen gewürzt mit etwas Salz und etwas Zucker. Ja, so einen halben Teelöffel. So, nochmal umrühren. So, und jetzt mache ich den Herd auch schon aus und lasse das mit der Restwärme hier noch ein bisschen gar werden. Jetzt werde ich die Karotte reiben, die ist mittlerweile geschält, und zwar mit dieser feinen Reibe. So, die Karotte ist fertig gerieben. Hier sehen wir jetzt die geriebene Karotte und nebendran eine Schale mit der klein geschnittenen Petersilie. Und jetzt können wir die Hackbratenmasse anmachen. Jetzt haben wir alle Vorbereitungen abgeschlossen und jetzt kann ich endlich mal das Hackfleisch auspacken. Da kann man jetzt genau sehen, der eine Teil. Das hier, das ist Schweinehack und das andere, das ist Rinderhack. Da habe ich etwas mehr genommen, aber ihr könnt nur Schweinehack nehmen oder nur Rinderhack oder gemischtes. Wie gesagt, ich mache die Hackbratenmasse nicht mit Brot, sondern mit Kartoffeln. Die presse ich jetzt da schon mal durch. Jetzt kommt die geriebene Karotte rein. Also das ist natürlich ideal, dieses Rezept, für Leute, die kein Gluten vertragen. Hier haben wir jetzt die angebratene Zwiebeln und den Knoblauch. Kommt auch rein, das ist mittlerweile abgekühlt. Jetzt die kleingeschnittene Petersilie. Jetzt würze ich schon mal mit etwas Salz. Hier habe ich Paprika, Kreuzkümmel. Jetzt kommt noch etwas Pfeffer dazu. Und zu guter Letzt der Senf. Und jetzt kommen Eier rein. 3 Stück. Jetzt muss ich das zu mir drehen und jetzt werde ich zunächst mal die Eier hier verquirlen. Die Gewürze und die Eier wären jetzt gut miteinander vermischt und jetzt gibt es kein besseres Werkzeug wie die eigene Hände. Da ich das selber esse, ziehe ich auch keine Handschuhe an.
So, das werde ich jetzt gründlich vermischen. Und wenn ich damit fertig bin, zeige ich euch mal, wie die Hackfleischmasse aussieht. Die Hackbratenmasse ist jetzt gut vermischt. Jetzt werde ich sie ein paar Minuten ruhen lassen, damit die Aromen gut durchziehen können. Und dann machen wir endlich die Hackbraten-Muffins. Jetzt seht ihr auch, wie groß die Muffinform ist. Und jetzt gebe ich unten erstmal einen kleinen Tropfen Öl rein. Gebt mal was von der Masse da rein. Die Muffinform ist voll geworden, das hat ganz genau gereicht für diese 6 Muffins. Das sind natürlich wirklich große Muffins und jetzt kommt das so bei 170 Grad in den vorgeheizten Backofen, ungefähr eine Stunde, dann dürften die Mega Muffins fertig sein. So schauen jetzt die fertigen Hackbraten-Muffins aus. Angeschnitten machen sie eigentlich eine gute Figur. Jetzt hoffe ich, dass ich euch Lust machen konnte auf dieses Rezept. Vielleicht sogar Appetit. Dankeschön fürs Zuschauen, viel Spaß beim Nachkochen und bis zum nächsten Video.